So, in diesem Video schauen wir uns kurz an, welche Arten von Gütern es denn noch gibt. Auch hier gilt, dass sich diese verschiedenen Arten der Güter nicht unbedingt gegenseitig ausschließen, sondern dass wir einfach mit einer bestimmten Brille drauf schauen. Die Güter, die wir uns anschauen, sind einmal Produktionsfaktoren, Eigenleistungen, Erzeugnisse, wobei wir unterscheiden zwischen unfertigen und fertigen Erzeugnissen, die Waren und die Produkte, wobei wir da wieder unterscheiden können zwischen Sachleistungen und Dienstleistungen. Fangen wir einfach an mit den Produktionsfaktoren. Das Wort Produktionsfaktor wird häufig synonym zum Begriff Investitionsgut benutzt. Und wenn Sie sich erinnern, sind das eben Güter, die wir benutzen, um etwas anderes zu produzieren. Also hier zum Beispiel Arbeitsleistungen oder die Bauteile, die da abgebildet sind. Alternativ kann man hierzu auch Ressource sagen. Dann haben wir die Eigenleistungen. Eigenleistungen sind Güter, die zwar im Betrieb erstellt wurden, die aber für die Verwendung im Betrieb gedacht sind und nicht zum Weiterverkauf. Das kann zum Beispiel ein Prüfautomat oder ein Bohrer sein, den wir selber herstellen und auch in unserer eigenen Produktion dann eben einsetzen. Und wenn wir diesen Bohrer stattdessen von extern einkaufen würden, herstellen lassen würden, dann sprechen wir nicht mehr von einer Eigenleistung. Erzeugnisse sind Güter, die wir im Betrieb produzieren und die für den Weiterverkauf gedacht sind. Und bei den Erzeugnissen können wir weiterhin noch unterscheiden zwischen unfertigen und fertigen Erzeugnissen. Die unfertigen Erzeugnisse sind Teile oder Baugruppen innerhalb eines ba Produktionsprozesses, zum Beispiel ein Kotflügel oder ein Reifen in der Automobilproduktion. Und man kann zu den unfertigen Erzeugnissen auch Halbfabrikat oder Zwischenprodukt sagen. Und zu den Gütern, die am Ende des Produktionsprozesses rauskommen, sagt man dann fertiges Erzeugnis oder auch Endprodukt oder Fertigfabrikat. Das wäre in der Automobilproduktion dann eben das Auto selber. Waren sind wieder was ganz anderes. Das sind nämlich Güter, die wir zwar verkaufen wollen, die aber nicht in unserem Betrieb hergestellt oder verändert wurden. Ne? Wir verkaufen die Waren also unverändert weiter. Und der Kauf und der Absatz von diesen Waren heißt Handel. Deswegen sprechen wir hier auch oft von Handelswaren. Als Beispiel habe ich Ihnen mal hier einen Plattenladen abgebildet, denn der Laden selber hat ja nichts mit der Produktion zu tun. Und wir sprechen aber auch von Handelswaren, wenn Sie zum Beispiel Bauteile aus dem Ausland importieren und dann im Inland weiterverkaufen. Letzte Art von Gütern, die wir ansprechen, sind die Produkte. Produkte sind allgemein alle Güter, die für den Absatz bestimmt sind. Manchmal sprechen wir auch von Leistungen, was aber nicht so geschickt ist eigentlich, denn im Rechnungswesen hat der Begriff Leistung eine etwas andere Bedeutung. Produkte können weiter in Sachleistungen und Dienstleistungen unterteilt werden. Sachleistungen sind materielle Produkte von Betrieben. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Sachleistung vorliegt oder nicht, dann fragen Sie sich einfach, ob man das Produkt transportieren oder lagern kann. Hier als Beispiel haben wir einen Laptop. Dagegen sind Dienstleistungen immaterielle Produkte von Betrieben und Dienstleistungen können eben Verrichtungen sein, wie zum Beispiel das Putzen von Räumen. Aber Dienstleistungen können auch bei der Bereitstellung von Gütern entstehen, wenn wir zum Beispiel Büroräume vermieten oder wenn wir eine Sachleistung liefern bis zum Kunden. Hier als Beispiel abgebildet ist eine Person, die uns den Laptop, also die Sachleistung, einrichtet und die Dienstleistung besteht eben im Einrichten und die Sachleistung ist der Laptop selber.